Herzlich willkommen am Medomio Channel. Heute stellen wir dir einen Ausschnitt aus unserem SOS Autoimmunkongress vor. In diesem Ausschnitt geht es um den Einfluss der Gene bei der Entstehung von Autoimmunkrankheiten. Gerade die Epigenetik, welche besagt, dass vorhandene Gene je nach Lebensstil aktiviert oder deaktiviert werden, liefert eine völlig neue Perspektive auf den Ausbruch und den Verlauf von Autoimmunkrankheiten. Deine Gene sind also nicht dein Schicksal, sondern Umwelt, Lebensstil und auch dein emotionales Leben bestimmen wesentlich mit. Das erklären die Epigenetik-Experten Jan Kielmann und Stefanie Baumann. Stefanie ist Mikronährstoffberaterin, Nutrigenomik-Coach und Functional Nutrition Specialist. Jan ist Funktionsmediziner, Umweltmediziner und Ernährungsspezialist. Und er bildet auch Ärztinnen und Ärzte, Heilpraktiker und interessierte Laien international aus. Das Interview führt Nico Stefan, holistischer Gesundheitsberater und Medomio-Mitarbeiter. Neue, spannende Videos findest du auf diesem Channel mehrmals pro Woche. Abonniere unseren Kanal hier und bleibe informiert. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir doch schon mal so ein bisschen mit dem Stichwort Genen an. Könnt ihr den Zuschauern so ein bisschen einen seichten Einstieg in das Thema geben? Ich glaube, man kann das ganz gut erklären, ohne es zu kompliziert zu machen. Also Steffi sagt das ganz gut, die Genetik ist eigentlich ein Bauplan für unseren Organismus. Also wir sind ja eigentlich ein Organismus, man muss sich das mal vorstellen, wir haben schätzungsweise 10 Billionen Zellen ungefähr, die alle zusammenarbeiten und unseren Körper herstellen. Und wir, wer auch immer wir sind, sitzen da drin und haben Kontrolle darüber. Ne? Also du über dein, ich über mein, ihr über euren, manchmal. Und es ist also so eine Zusammenarbeit von 10 Billionen ungefähr Zellen, die in so einer wässrigen Flüssigkeit eigentlich sind. Also wir sind ja 70% Wasser. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Und jede Zelle, also jede einzelne Zelle hat sozusagen den kompletten Bauplan für sich selber, für alles, was sie machen muss, aber auch für den ganzen Körper. Also jede Zelle in der Haut hat alle Informationen, auch die für den Fuß oder die Haare oder sonst was. Deswegen gibt es in der Krebsforschung manchmal ganz komische Tumore. Also wenn man das zum ersten Mal sieht, wird dann ganz schlecht. Das sind so Tumore, da wachsen Haare raus und alle möglichen Sachen und so. Das ist voll krass, weil die Genetik da komplett nicht mehr reguliert ist. Ne? Also das ist praktisch ein Bauplan und der ist relativ ähnlich, sagen wir mal, für alle Menschen. Also alle Menschen haben einen relativ ähnlichen, also ob jetzt jemand dunkle Haare oder dunkle Haut oder helle Haut oder was hat, das ist, glaube ich, 0,02% oder so Unterschied. Also es macht nicht viel Unterschied aus. Wir haben den also relativ ähnlich, aber es gibt da drin so kleine Mutationen. Also es gibt tausende von Genen und wenn da so an bestimmten Stellen kleine Mutationen stattfinden, dann ist das so eine Art Individualisierung. Also deswegen sehen wir alle so anders aus und sind alle so anders wegen dieser Individualisierung. Und die bestimmen auch unser Risiko für zum Beispiel Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, Länge des Lebens und so. Also wie bestimmte Körpersysteme mit bestimmten Umweltfaktoren umgehen. Sozusagen. Auch Entgiftung. Ja, Entgiftung. Also so gut läuft. Genau, vielleicht sollten wir mal klarstellen, also wenn wir das Wort Umwelt benutzen, meinen wir meistens die Umwelt, aber es gibt noch die zelluläre Umwelt. Also das muss man bei mir immer sagen, weil wenn ich Umwelt sage, meine ich immer zelluläre Umwelt. Also das heißt, wenn da eine Zelle ist und die hat diesen Bauplan und da steht drin, du musst das und das so und so machen, ne, dann ist praktisch, kann die aber, also die Gene sind sehr flexibel, beziehungsweise die Epigenetik ist sehr flexibel, also wie diese Gene reguliert werden. Und das wird praktisch alles von der zellulären Umwelt beeinflusst. Und die zelluläre Umwelt ist eigentlich alles. Also das kann von Giftstoffen zu Hitze, Kälte, Flüssigkeit, keine Flüssigkeit, Stress, Trauer, Freude, alles, Essen, also alles beeinflusst eigentlich die DNA, die Genetik. Und das nennen wir dann eigentlich Epigenetik, dass es da eine Anpassungsfähigkeit gibt. Also man könnte, ich sage immer, die Genetik ist wie so ein Elektrosystem im Haus und die Epigenetik ist, welche Lichtschalter schaltest du an oder aus? Oder man könnte auch sagen, die Genetik sind so die
Instrumente im Orchester und die Epigenetik ist das Lied, was darauf gespielt wird. Also das erklärt es ein bisschen. Okay. Und kann man jetzt sagen, dass, du hast es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, dass Autoimmunkrankheiten so bestimmte Auffälligkeiten bei Genen haben? Also gibt es da wirklich Gene, die man spezifizieren kann, dass da, wenn da irgendwas falsch ist, dass es dann negative Auswirkungen haben kann? Ja, also vom Grundprinzip her gibt es verschiedene Systeme, die das beeinflussen. Und zwar sind es eigentlich das Immunsystem aktiv, also die Gene im Immunsystem. Dann gibt es die Entzündungssysteme und dann gibt es noch die Stresssysteme und die arbeiten eigentlich zusammen. Also natürlich gibt es noch das Hormonsystem. Ne? Also das sind eigentlich die, die zusammenarbeiten. Und da kann man sehen, was los ist. Also spezifische Gene, kann ich da weniger was zu sagen. aber es gibt auf jeden Fall ganz klar, also wir können inzwischen von einem jungen Kind oder einem jungen Menschen uns die Gene angucken mit einer einfachen Speichelprobe und sagen, okay, der hat ein hohes Risiko theoretisch für diese und diese Krankheiten, also passt mal auf, dass ihr das so und so macht, dass der die niemals bekommt, weil allein, dass wir das Risiko haben, hat Steffi auch schon mal vorhin angedeutet, heißt nicht, dass wir diese Krankheit kriegen müssen. Es ist nur einfach ein erhöhtes Risiko. Ein spannender Punkt, gehen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf ein. Mhm. Ihr habt jetzt angesprochen, man kann das jetzt schon testen heutzutage. Mhm. Ja. Was für Tests machen da Sinn? Und vielleicht wie viel kostet auch so ein Test jetzt so als Laie? Mhm. Ja, also es gibt verschiedene Tests. Es gibt mittlerweile, kann man das ganze Genom, das vollständige Genom testen. Das machen Firmen wie Dantes oder Nebula. Das Problem ist nur, da gibt es so eine computerbasierte Auswertung dazu und die sind, also das ist genauso, als würde ich deine Blutwerte angucken, ohne dass ich weiß, was bei dir das Problem ist. Da ist so viel, was ich vermuten könnte, was da bei dir abläuft, aber ob das schon sich manifestiert hat, siehst du nicht unbedingt. Ja, also das heißt, das ist so ein bisschen am Patienten vorbei oder am Klienten vorbei. Darum mögen wir das nicht so gerne. Und mit den Rohdaten, das ist so riesig, kannst du dir ja vorstellen, ne? Das ganze Genom getestet, es ist eine riesen Datenmenge, es sind mehrere Gigabyte. Und das kannst du halt sehr schlecht irgendwo einpflegen, damit du dir die Gene einzeln ansehen kannst und gucken kannst, welche SNPs, also welche Veränderungen der Basenpaare, weil damit beschäftigen wir uns in der Nutrigenomik. Also wir beschäftigen uns nicht mit der klassischen Genetik im Sinne von, da ist ein Chromosomenfehler oder so, weil da kann man wenig dran machen. Aber die Veränderung der Basenpaare, da kann man gucken, da werden Enzyme dann anders gebildet durch die Gene und das kann man unterstützen, wenn die zum Beispiel hitzeempfindlich sind, dass man trotzdem unterstützt, dass die Bildung der Enzyme verstärkt wird, damit dann genügend Enzyme entstehen, um bestimmte Prozesse im Körper zu machen. Und das kann man halt mit diesen großen Tests das ganze Genom ganz schwer machen. Und darum, im Moment gibt es eigentlich nur so zwei Tests, mit denen wir in Deutschland arbeiten. Das ist einmal von MTHFR Genetics UK, das ist in England. Ein Test, die haben 850.000 Gene. Das hört sich erstmal viel an, aber wenn man weiß, dass jedes Gen ganz viele Varianten hat, dann und manchmal von einem Gen 50 Varianten drin sind, dann wird es relativ schnell wenig. Aber es ist relativ viel abgedeckt, auch im Sinne von Autoimmunerkrankungen, was man da findet. Ja. Der kostet im Moment, glaube ich, 149 Pfund. Da kommt aber auch noch Verpackung und Porto dazu für den Rückversand. Das muss versichert. Das ist wegen der EU-Geschichte, ist das jetzt schwieriger. Das ist eigentlich der, den wir im Moment eigentlich am liebsten sehen, weil die Rohdaten sind so, dass wir sie nutzen können. Und es ist genügend drin. Und dann gibt es halt noch den von 23andMe. Der kostet $99, glaube ich. Das allergünstigste wäre 49, das allerteuerste 200. Also gibt es verschiedene. Aber okay. Also meistens ist das, also das 49 ist, glaube ich, das Angebot, ne? Mm-hmm. So, und das ist halt nicht immer so. Ja, Black Friday oder so, muss man gucken. Also 99 ist Standard. Da sind auch 750.000, glaube ich, drin. Da fehlt aber so was Wichtiges wie MAO-A. Das ist halt ganz wichtig für den Neurotransmitterabbau, wie Serotonin und solche Geschichten. Das haben wir eigentlich immer gerne drin. Der, wie gesagt, kostet 99 Euro, kann man aber auch gut mitarbeiten. Aber da würde ich nie meine richtigen Daten angeben, weil das datenschutzrechtlich ein bisschen schwierig ist. Es wird gesagt, die hängen mit Google zusammen und sowas. Und von daher, jeder von uns hat eine alte, tote Tante oder einen alten Onkel. Da kann man sicherlich dann ein Konto auf den Namen einlegen. Ja, okay. Das sind halt die Genentests, mit denen wir im Moment arbeiten. Dr. Ben Lynch hat einen tollen rausgebracht. Der ist echt klasse, auch die Rohdaten. Und die Auswertung ist auch so, dass die Menschen damit was anfangen können, bevor sie uns dann brauchen. Aber leider schaffen wir es bis jetzt noch nicht, dass er es nicht hierher schickt. Aber gibt's dann gesetzliche Schwierigkeiten, ja. Ja.
Also kann man uns im Notfall darauf ansprechen, so, aber ja. Und dann benutzen wir die Software. Also wir benutzen die Software von Peter Diadamo, also Ben Lynch und Peter Diadamo sind beides Naturärzte aus den USA, die haben schon seit 10, 15 Jahren oder länger sich in der Nutrigenomik fortgebildet und da benutzen wir von beiden eigentlich die Software, also hauptsächlich von Peter. Wir nehmen die Rohdaten aus diesen verschiedenen Tests und die Software hilft uns, das zu interpretieren und zu sehen, okay, was ist das jetzt für ein Gen? Wird das schneller oder langsamer gemacht? Ist das wichtig oder unwichtig? Und wir können das dadurch dann personalisieren auf den jeweiligen. Auch wie viele Varianten eines Gens haben SNPs. Ja, weil, also wenn du jetzt von 50 Gens eins langsam ist, alle anderen laufen, ist das, wenn das nicht gerade eine sehr tragende Rolle hat, ist das meistens nicht so dramatisch, aber wenn da viele dran sind, dann hat das eine andere Aussage. Und darum gucken wir uns das gerne so im Überblick an und das bieten meistens diese computerbasierten Auswertungen nicht an. Das wäre jetzt schon meine nächste Frage gewesen. Also wenn man jetzt quasi bei mir so einen Test machen würde, dann gehe ich zu euch und wie geht ihr dann vor? Also was macht ihr mit den Daten? Ja, das machen wir unterschiedlich. Ja, genau. Okay. Also bei mir ist es immer noch so, dass ich unglaublich viele Fragen frage, also über den Lebenswandel, einfach weil ich dadurch ganz viel sehen kann aus Erfahrung. Man muss dann nicht so viele Tests machen. Und bei den Genen selber gucke ich auch eher erstmal rein, so was ist wichtig. Und dann gucke ich, was der Klient für spezifische Fragen hat und gucke dann da, wühle mich da tiefer rein. Also diese Software ist so krass. Wir haben mal Steffis Mutter zusammen gemacht, noch so am Anfang. Und Steffi meinte so, geh du mal einfach in die Software, guck rein und so und sag mir dann, was du findest. Ich schreibe das auf und ich habe da so reingeguckt und immer irgendwas gesagt und so. Und irgendwann drehe ich mich so um und Steffi und ihre Mutter sitzen da völlig müde und total blass. Vier Stunden später? Ja, ich so, was ist denn los? Und die so, das waren gerade 3 Stunden. Und ich so, komm, ich brauche 10 Minuten. Also da ist so viel Information drin. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere interessante Infos und Videos. Abonniere doch unseren Kanal. Hinterlasse auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!